Dortmund gegen Bayern. Ein Klassiker in der Bundesliga. 1995 bin ich im Alter von 6 Jahren zu Borussia gekommen. In dieser Saison empfing der BVB den FCB zum Spitzenspiel am 8. Spieltag. Traumtore sind garantiert. Dortmund gegen Bayern ist auch das Duell Zweiter gegen Erster. Kurz vor der Pause gibt's nach diesem Zweikampf zwischen Babbel und Herrlich Elfmeter. Reuter gegen Kahn heißt das Duell und der Borusse verwandelt seinen 3. Strafstoß in der noch jungen Saison. Der BVB führt zur Pause, muss aber 4 Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich durch Christian Nährlinger hinnehmen. Anschließend beweist BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld goldenes Händchen. Erst wechselt er Michael Zorc für den verletzten Jürgen Kohler ein, wenig später Rubens Sosa für Lars Ricken und der Südamerikaner bringt sich so ein. Nur 2 Minuten nach seiner Einwechslung ballert er den BVB mit seinem ersten Ballkontakt wieder in Führung. Den Schlusspunkt setzt Michael Zorc nicht weniger schön als kurz zuvor Rubens Sosa. 2 Einwechselspieler entscheiden somit diese Partie. Der BVB schlägt die Bayern im ausverkauften Westfalenstadion und startet eine Aufholjagd, die in der 5. Meisterschaft ihren Höhepunkt findet.